glaube, ich sollte neues Wasser holen. Sancho! Shisho! Shisho! Sancho! Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Und wie sind Sie überhaupt hier reingekommen? Und wieso haben Sie mein Hemd an? Und warum sprechen Sie Japanisch? Wieso verstehe ich Sie überhaupt? Nan datenda! Furasuto Rishon! Oreva! Toma Ranai! One Punch! Hanryu! Rensen Renshu! Orewa! Katsu! Tsunedi! Katsu! Asho! Power! Get the power! Grigiri Genkai Made! Was zur Hölle? Power? Macht? Macht? Bei Lillions Escher Nexus of Souls hat doch Sanhak die Macht. Und wir müssen uns die Macht holen. Ich weiß, was ich zu tun habe. Moin Leute und willkommen zurück zu Lillians Escher Nexus of Souls. Beim letzten Mal sind wir beim Arman-Tempel eingetroffen und konnten ein paar Banditen das Handwerk legen, auch wenn wir das Diebesgut nicht zurückgebracht haben, aber wir haben zumindest mal den ordentlich mal eins hinter die Binde gehauen. Dementsprechend machen wir weiter und jetzt müssen wir erstmal hier die beiden Schlüssel finden, zum einen von der Spinne und von der Kobra. Das heißt, wir gehen mal los und ziehen von dannen, um diese beiden zu finden. Was haben wir denn hier? Wir können ja nicht durch, solange die Spinnenweben im Weg sind. Wie wäre es denn hier drüben mit einer Fackel, die wir nutzen können? Ach komm, ich kill dich jetzt. Wir könnten diese Fackel nutzen, um dann die Spinnenweben zu zerstören. Das wäre auf jeden Fall ein guter Plan. Der Flattermann ist geschlagen, dementsprechend können wir weitermachen. Also an sich wäre es ja fast schon viel zu offensichtlich, wenn ich jetzt hier das Feuer nehme. So. Burn, 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 the ring of fire. Sehr schön. Es brennt, 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 der Ring des Feuers, der Ring des Feuers. Okay, sehr gut. Hier haben wir jetzt noch weitere Ringe des Feuers. Sehr schön. Okay, wir haben jetzt hier... Ich möchte mal kurz anmerken, wir haben hier eine Schatztruhe aus Holz. Wenn man die mit Feuer behandelt, habe ich das Gefühl, die verbrennt auch mit. Oder habe ich jetzt hier... Ich habe bei Physik offensichtlich ganz schlecht aufgepasst. Holz brennt natürlich nicht, ist doch klar. Weiß doch jedes Kind. Wie es scheint, ist hier so ein kleines Schlafgemach. Interessant. Oh, nein, nicht. Nicht, geh weg von mir, Flattermann. Ein Grab? Da ist ein leerer Sockel. Wir müssen da bestimmt was reinlegen. Also wie es scheint, war das hier wirklich ein kompletter, nichtsnütziger Weg. Wir sind vollkommen in die Falle reingetappt. Aber wir haben jetzt hier eine Schatztruhe wieder mal mit Geld. Geld regiert die Welt, nur halt momentan nicht meine Welt, denn wir brauchen gar kein Geld. Und deswegen entfällt der Wert des Geldes für die Welt. So, was haben wir denn hier? Da ist ein leerer Sockel. Wir müssen da bestimmt was reinlegen. Können wir vielleicht die Fackel reinlegen? Was soll man machen? So, weiter geht's. Hier drüben war ja noch ein kleiner Weg. Ein Weg in die Unendlichkeit, der uns nicht viel bringt, außer eine Truhe mit einem Spinnenrubin. Den müssen wir auf jeden Fall in so einen Sockel reinstecken. Da kann man sich auf jeden Fall sicher sein. Ah, noch ein Spinnenrubin. Ah, komm, wir müssen uns gar nicht hier rätselmäßig irgendwas aussuchen, was wir uns zuerst in die Sockel reinschieben. Nein, wir können es einfach so ganz frei machen. So, zack. Ah, interessant. Aber uns fehlt ja noch ein Spinnenrubin. Jetzt hätten wir das. Okay, wir müssen offensichtlich das Licht bünden. Die Strahlen müssen wir kreuzen. Beim Flattermann ist noch eine Truhe, natürlich. Mit dem Rubin, perfekt. Dann können wir hier einmal ran. Zack. Die Strahlen kreuzen sich und Explosion. Das war ein nicer Special-Effekt. Okay, weiter geht's. Und jetzt? Erstmal direkt in die Fänge des Banditen reingesprungen. Okay, wir haben jetzt natürlich... Natürlich. Oreva, Toma Ranai. Hui, was haben wir denn hier? Erstmal steht hier eine Beschreibung. Okay, wir müssen alle anzünden, aber wir haben dann immer das Problem, dass immer in einer Reihe alles passiert. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Genau, jetzt macht er mal in einer Reihe, ne? Das ist ja voll easy. Muss man sich ja immer nur so hinstellen und dann immer von unten einfach rangehen. Huch, die Sklaven! Ein Sklavenaufstand! It's time for another revolution. Hallöchen. Was wollt ihr hier? Das wollen wir dich gerade fragen. Tut mir leid, aber Hawk hat gesagt, dass hier niemand durch darf. Wir sollten zurückgehen. Wir möchten doch nicht mit diesen Leuten kämpfen. Er hat recht. Wir sollten doch einen Weg finden, ohne Gewalt hier durchzukommen. Wieso sagt gerade Viper sowas? Nun gut, wir holen eine Genehmigung von Hawk. Ihr wartet hier einfach, okay? Wieso sollte Hawk euch einfach so eine Genehmigung geben? Na, wir können da sehr überzeugend sein. Okay, wir müssen erstmal den Hawk überzeugen, aber wer war nochmal Hawk? Wir werden es herausfinden. Zumindest hoffentlich. Wir sind schon wieder draußen, interessant. Mit cooler Bongo-Musik. Donkey Kong ist wieder am Start. I got Donkey Kong, and now I'll get you too, Junior. I'm Donkey Kong Junior. And that's my papa. Gut, noch mehr Banditos, okay. Wir könnten deren Lagerfeuer anmachen, das wäre doch freundlich, oder? Es
brennt, brennt, brennt. Wollen sie nicht, ja? Die wollen hier nur kalte Speisen serviert bekommen, ja? Und nachts von den Wildtieren angegriffen werden. Ich glaube, das wollen die. Okay. Also gar kein Gegner? Das wundert mich doch schon ein wenig. Oh, eine Truhe. Sacrificial Poker. Okay. Das passt auf jeden Fall sehr gut zu Viper. Die zieht das jetzt erstmal an. Huch. Schaut, noch mehr gestohlene Schätze aus dem Amman-Tempel. Dieser Hawk-Typ muss hier irgendwo sein. Ach, der Hawk-Typ war einer von den Banditen, verstehe. Alle, die treten erst mit die Türen ein, was für Säue. Was soll das hier alles? Seid ihr hergekommen, um uns noch mehr Schätze zu geben? Das wäre aber freundlich. Hä, eigentlich sind wir hergekommen, um euch umzubringen und das Bandana eures Anführers mitzunehmen. Boy, that escalated quickly. LOL, keck, keck, keck. Hä? Was zum Hut? Sagt Deck gerade kack, kack, kack? Kack, kack, kack. Jetzt mal ernsthaft. Ist Zeit zu kämpfen. Hau euch ins Gesicht, damit ihr nicht schreien könnt. So, noch mehr? Noch mehr Freunde und Helfer? Ah, das Hawk. Da ist das Falkenauge. Bist du etwa Hawk? Wer fragt das? Hör mal, Hermann. Wärst du so freundlich und würdest uns dein Bandana überlassen? Meine Freunde würden sich echt super darüber freuen, weißt du? Und was geht mich das an? Weißt du, sie ist manchmal so ein bisschen crazy, voll verrückt drauf. Haha, wir sind so crazy alle. Sie hat eben deine ganzen anderen Männer platt gemacht, deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig. Oh. Ja, und es wäre doch wirklich blöd, wenn dir dasselbe passieren würde, oder? Also wenn ich es mir so recht überlege, vielleicht gebe ich euch das Bandana wirklich. Ich meine, ich kann dir nicht einfach so eine Frau schlagen, das wäre einfach nicht fair. Oh, das war einfach. Warum, Viper? Warum? Nice. Wir sind wieder einmal siegreich. So, dann gehen wir das Ganze nochmal ab. Guten Morgen, meine Freunde. Hier, Freunde, hier ist sein Bandana. Oh, wow. Hawk hat noch niemand jemand sein Bandana anfassen lassen. Ihr müsst wirklich was ganz Besonderes sein, Leute. Gut, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, der heutige Part hat euch sehr gefallen. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir werden beim nächsten Mal wieder schön den Amman-Tempel ein wenig unsicher machen, beziehungsweise eigentlich viel mehr sicherer machen vor den ganzen Banditen, Fledermäusen und sonstigen Gesocks. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Zeit und wie immer, bye bye. Sieht man das überhaupt?